So, kurzes Video, seid kurz gegrüßt. Nur kleines Lebenszeichen von mir, weil ja, die letzten Wochen kam wieder nicht viel. Aber ich hatte jetzt 10 Tage Strahlentherapie für den Schädel. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Bin sehr rot. Bin sehr rot und ja, das ist halt Strahlentherapie. So, auf jeden Fall, ja, 10 Tage Bestrahlung. Also mir geht's wirklich richtig gut. Ja, obwohl die Diagnose natürlich so eine Sache ist. Aber, also körperlich, ich habe eigentlich keine Einschränkung. Also tatsächlich, also wirklich keine Einschränkung mehr. Also mir geht es wirklich, wirklich gut. Die Anfälle sind auch Gott sei Dank weg. Ich hatte beim Bestrahlungsbeginn tatsächlich, also erster Tag Bestrahlung, hatte ich einen ganz heftigen Anfall, sogar 3 hintereinander. Ja, aber also ich vermute, es liegt einfach daran, weil man vorher vergessen hat, mich auf Cortison einzustellen und vielleicht auch die mit den Antiepileptikern zu unterdosiert waren. Jetzt ist es so eingestellt, seitdem ist gar nichts mehr, überhaupt nicht, nicht mal annähernd Symptome. Und ich bin da so froh, ich habe so Panik vor diesen Anfällen gehabt. Die tun nicht weh, also nur wenn man sich natürlich wie doof auf die Zunge beißt, wäre so ein Krampfanfall. Aber es tut nicht weh, aber das ist so, wenn man die Kontrolle quasi über seinen Körper verliert und man da am Krampfen ist. Und ich habe wirklich viel mitgekriegt von den Anfällen immer. Das hat mir so eine panische Angst gemacht, hätte ich nicht gedacht. Und das ist das Allerschlimmste für mich gewesen. Gut, das zum Thema meinem Zustand. Ich fange jetzt in ein paar Tagen die Immuntherapie an. Ich hoffe, dann ist alles gut. Kann sein, dass ich jetzt noch im Laufe der nächsten Wochen eine Glatze kriege durch die Strahlentherapie, aber das ist mir eigentlich egal. Ich tausche lieber Haare gegen ja, Weiterleben. Ne? Gut, ansonsten gibt es von meinem Gesundheitszustand nichts Neues, aber jetzt, wo ich mich nicht mehr traue zu fahren, ich habe mir kurz vorher einen Daily gekauft, also einen anderen Daily. Ursprünglich war es ein Ford Mondeo, das hatte ich glaube ich schon mal angeteasert so ein bisschen. Ford Mondeo, Benziner, 2 Liter. Ein sehr schönes Auto, ein gutes Auto, super gefahren, Automatik, war eigentlich wirklich auch in einem relativ guten Zustand vom Rost her. Hat mir sehr gut gefallen. Benziner fährst du ab 9 Liter und das war mir dann wirklich einfach zu teuer. Also habe ich mir wieder einen Diesel gekauft. Ich habe da viel rumgerechnet, ob sich ein Diesel lohnt. Das ist ein Euro 4 Diesel, Gott sei Dank. Das zeige ich noch einfach mal. So, eine Mercedes C-Klasse W203 ist schon Facelift. Ja, ein paar Blessuren. Wie gesagt, ist von 2004. Hat schon Euro 4. Ja, eigentlich, was Rost angeht, auch relativ guten Zustand. Von unten hat er gar keinen Rost. Er hat, das ist das Einzige, was er Rost hat. Die Radläufer sind dann in Ordnung. Sieht das von der Seite auch aus. Ja, Klassik. Kleinstes Modell. Ich habe mit meinem guten Freund aus meiner bekannten Werkstatt, dem Thomas, die Anhängerkupplung angebaut. Die musste ich mir besorgen, hatte der nicht. Und das richtig krasseste ist der Rost. Ja, also das ist wirklich schlimm. Aber das gab es bei denen halt immer. So, da. Achso, ja, das ist ein 2,2 Liter Diesel. Das ist ein C200, 122 PS, also eine CDI. Mit meinem geliebten 646, also UM646 Motor. Ja, was soll ich sagen? Das ist für mich eigentlich vom Diesel her, außer die älteren Motoren, der Favorite Motor. Den hatte ich in meiner E-Klasse auch, den ich ja kaputt gemacht habe und wieder repariert habe, den Motor. Und ach so, habe ich schon was zu der Laufleistung gesagt. Laufleistung, ich habe den gekauft mit 430.000 Kilometern. Ich hatte auch erst so gedacht, 430 ist natürlich krass. Aber ich
bin hingefahren, habe ihn mir angeguckt. Ne, der Vorbesitzer war tatsächlich nur User. Er hat ihn jetzt tatsächlich 10 Jahre gehabt, das ist ja nachweisbar. Und habe ihn Probe gefahren und habe mir fest vorgenommen, macht der Mucken, kaufe ich ihn nicht. Weil das hat mir die letzten 1-2 Jahre echt immer Probleme, man kann es ja fertig machen. Aber er sprang sofort an und man hat gesehen, der steht schon ewig und Kette, keine Geräusche, kann gar nichts. Soweit was dran gewesen ist, hat er alles machen lassen. Und ja, bei 430.000 Kilometer darf er natürlich Blessuren haben. Langstreckenfahrzeug gewesen, beziehungsweise für den Außendienst hat er den genutzt. Er war selbstständig, hat jetzt Selbstständigkeit quasi aufkaufen lassen und ja, arbeitet für jemand anders und der war der Meinung, er bräuchte ein neues Auto und deswegen hat er ein neues gekauft. So, dann 1.700 Euro war der angeschlagen. Ne? TÜV hat er nächstes Jahr bis November. Das ist ja auch schon mal vielversprechend und nicht irgendwie Hinterhof-TÜV, sondern richtig TÜV. So, dann habe ich ihn angeguckt, ganz kurz und ne, wäre so bereit gewesen, 1.2, 1.4 zu geben. Und dann haben wir eine Probefahrt gemacht, hatte sofort angeboten, ohne Probleme, ohne alles. So, dann hat das Getriebe beim ersten Runter- und Hochschalten kurz geruckt. Ja, Mercedes-Getriebe kenne ich und dann danach war soweit okay. Ja, dann, aber ich wollte trotzdem nicht, weil, wie gesagt, kein Projekt mehr, weil der muss noch fertig, der muss noch, ne, was ich damit vorhabe und gut. Und ich hätte ja einen Mondeo gehabt, der voll fahrbar gewesen ist. Der aber auch diese Rücken im kalten Zustand gemacht hat. Und danach war gut. Trotz Ölwechsel. Wurde aber nachher besser, nachdem ich Getriebe gewechselt habe. Gut, ich will nicht wieder abschweifen. Ich will nicht wieder abschweifen. Wir bleiben, ne, halt bei den Mercedes. Und dann habe ich dann gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und die sehen es. Ich habe auch gar nicht erst versucht zu handeln. Und ich habe gesagt, das ist nichts für mich, weil ich brauche jetzt ein Auto, was zuverlässig fährt. Und ja, hat er gesagt, ja, kann er nichts machen. Er hat ein Verwerterangebot von 600 Euro und auf 1000 wäre direkt runtergegangen. Dann hat mir den Kopf gemacht, okay, weißt du was, selbst wenn du ein gebrauchtes Getriebe besorgen musst und das vielleicht von einem Kumpel in der Werkstatt einbauen lassen musst, ist es immer noch in meinem finanziellen Spielraum, wäre es immer noch in meinem finanziellen Spielraum gewesen. So, ja, ich habe mich mit dem Verkäufer in der ganzen Zeit wirklich nett unterhalten und wir haben uns fast kaum über das Auto unterhalten und einfach so. Und dann irgendwann sagt er, weißt du was, wenn du mir einen Euro mehr gibst als der Verwerter, ja, dann kommen wir bestimmt klar. Und trotzdem habe ich mir überlegt, wir denken jetzt mal drüber nach, weil ich wollte nicht schon wieder einen Schnellschuss machen. Ich sage, ich mache mir Gedanken drüber. Und ich war mir den, glaube ich, donnerstags, Mittwoch oder donnerstags anschauen und sagte, bis Montag hast du Zeit und danach geht er halt zum Verwerter. So, auf Weg nach Hause habe ich überlegt, weißt du was, biete mal 750 und guck, was passiert. So, er wollte aber gerne verhandeln und hat gesagt, 800 Euro kann ich den haben. Und da, hallo, so, bei 800 Euro habe ich natürlich nicht gezögert. Da habe ich sofort zugeschlagen, weil ich mir gedacht habe, 800 Euro, für 800 Euro bist du dieses Auto auch los, wenn er dir auf dem Weg nach Hause verreckt. Es ist einfach so. 800 Euro ist die Kiste einfach wert. Und was soll ich sagen? Also sie wird jetzt 4 Wochen gefahren, nicht von mir, sondern von meiner Verlobten, weil mag nicht fahren im Moment so wirklich. Ne? So ein kleines Stück herum oder so, jetzt um den Anhänger wegzuziehen, das ist was anderes, aber ich gehe damit nicht auf Tour. Ich will das im Moment nicht. Ne? Weil halt aus gesundheitlichen Gründen und ich habe echt Schiss vom Autofahren. Nach unserer 6-wöchigen Trennung, also ich und meine Verlobte, weil ich mich das letzte Jahr halt echt scheiße benommen habe. Ne? Weil ich jetzt das letzte Jahr echt richtig frustriert war und ich will das nicht rechtfertigen, mein Benehmen, aber ich war echt scheiße drauf und ja, sind ein, zwei Dinge scheiße gelaufen und dann waren wir jetzt ungefähr 6 Wochen getrennt, aber ich liebe diese Frau. Oh. Ja, ich
liebe diese Frau und ich habe ihr jetzt, wir sind wieder zusammen und ich habe einen Heiratsantrag gemacht und bin so glücklich, dass sie ja gesagt hat. Wir werden auch nicht lange warten. So geplant ist August, September irgendwo und ja, nur ein kleiner Nachsatz. Ansonsten gibt es hier nichts Neues. Den nehme ich irgendwann jetzt in Angriff, aber naja, solange es mir richtig gut geht, solange ich richtig Bock habe, mache ich den fertig. Aber ich mache mir keinen Stress mehr, keinen Druck mehr. Ich will jetzt chillig machen. Ich mache den, solange es dauert, dauert so lange. Dann gibt es dazu Videos und sobald ich quasi wieder so fit bin, dass ich fahren oder ich mich auf Fahren traue, so richtig, seht ihr, was mit dem passiert. Ne? Gut. Das ist schon wieder viel länger, als ich wollte. Ich hoffe, dass ich das gut eingekürzt kriege. Und ja. Ach, apropos Hochzeit. Junge, ich habe das schon wieder total vergessen. Das wollte ich in dem letzten Video, glaube ich, schon machen, weil im letzten Video war schon, waren wir schon wieder verlobt. Hauke. Ach, ich muss schon zusammenreißen. So. Also nochmal. Hauke, du bist mittlerweile so ein geiler Freund geworden. Ich kann dich richtig leiden und das weißt du natürlich auch, ja, weil wir haben schon wirklich lange telefoniert auch und wir schreiben ganz viel. Aber weißt du was? Ich habe ein kleines Attentat auf dich vor. Außer das, was wir schon eingedealt haben. Ich hätte dich gerne als Trauzeugen. Ne? Zusammen mit meiner Schwester, aber ich hätte dich gerne als Trauzeugen. Was sagst du? Ne? Wenn du Bock drauf hast, schreib mir, wenn du es gesehen hast. Wenn du es nicht geguckt hast, schäm dich. Nein, Quatsch. Ich weiß ja, dass wir gucken ja gegenwärtig unsere Videos tatsächlich und von Anfang bis Ende. Aber wie gesagt, ich hätte dich wirklich gerne als Trauzeugen. Ne? Wir kriegen das organisiert, dass du hierher kommst oder so, kein Problem. Ne? So, wenn du Bock drauf hast. Und wenn du keinen Bock drauf hast, ist das für mich auch kein Problem. Aber weißt du, du bist so ein geiler Freund. Und ja, deswegen würde ich dich gerne, meine Schwester hat sich selber aufgedrängt, ne? Nur zu nebenbei. Aber dich würde ich sehr gerne ganz real als mein Trauzeugen haben. Was sagst du? So, in diesem Sinne, ich wünsche euch alle viel Gesundheit und ja, gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Ich hoffe, das nächste Video kommt schnell über die Bühne, weil mich stört es auch, dass die Videos so lange brauchen. Immer. Aber im Moment liegt es lang. Oder in den letzten 4 Wochen, sage ich mal, lag es nicht unbedingt in meiner Hand. Ja, dann viele Grüße an alle Abos. Das ist so geil, das ist 962 Abos aktuell, aber geile Kiste. Ich bedanke mich herzlich dafür. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr meine Videos guckt. Und wie gesagt, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.